Mein Name ist Christian und ich habe mir für 2019 vorgenommen, das ganze Jahr mit Produkten der Firma Bullwerker zu trainieren. Die ersten 3 Monate benutzte ich dadurch dieses Gerät. Es nennt sich Isobo. Die Anleitung dazu gibt es auf der Bullwerker Homepage gratis zum Herunterladen. Das habe ich gemacht und habe die ersten 3 Monate mit diesem Gerät trainiert. Die nächsten 3 Monate darauf habe ich diese Anleitung benutzt. Die kommt automatisch mit, wenn man sich dieses Gerät hier kauft. Das ist ein sogenannter Steel Bow mit auswechselbaren Federn und habe exakt nach dieser Anleitung trainiert, nach dem Steel Bow. Dann kam der Sommer und im Sommer benutzte ich Iso Gym plus ein bisschen Bullwerker Workout. So nebenbei dazu. Es war es aber so, dass ich über den Sommer erstens sehr viel Arbeit hatte, das heißt früh wegging, spät heimkam. Zweitens war ich krank auch noch dazu, das heißt 14 Tage überhaupt kein Training. Und drittens 2 Wochen Urlaub, das heißt über den Sommer ist fast nichts weitergegangen. Jetzt habe ich mir gedacht, oh, es muss irgendwas passieren, irgendein Push, damit ich am Ende des Jahres doch vorzeigbare Erfolge haben werde und werde jetzt dieses Buch benutzen. Das ist das Buch von Marlon Birch, The Bullwerker Muscle Up Program. Das ist ein Buch mit verschiedenen Trainingsphasen, wobei jede Phase ca. 2 Wochen dauert. Und man hat eine Foundation Phase, Standard Strength Phase, Phase 1, Phase 2, Muscle Fiber Activation Phase, Isometric Power, Power Pulse, das heißt 3 Phasen Isometric Power dazu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mal 7, 14 Wochen dauert dieses Programm. Ich werde schauen, ob ich es bis Weihnachten fertig bekomme und dazu benutze ich meinen normalen Bow Classic, auch mit auswechselbaren Federn. Ich kann aber bis dahin während des Programmes meine Workout-Videos nicht hochladen. Alle, die meinen Kanal folgen, sind es gewohnt, dass ich normalerweise jedes Workout von mir dokumentiere und auf YouTube hochlade. Hier kann ich es nicht machen in diesem Fall, weil sie alle unter einer Copyright-Lizenz stehen. Das heißt, ich möchte Marlon Birch nicht das Geschäft verderben, indem ich jedes Video hochlade und jeder kann das Video tun und keiner kauft sich das Buch. Das Buch ist übrigens sehr empfehlenswert. Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung dazu, warum in welcher Phase wie trainiert wird. Kann ich nur jedem empfehlen, dieses Buch Marlon Birch, The Bullwerker Muscle Up Programm. Und im Jänner wird es dann ein Conclusio geben über das ganze Jahr. Wie ist es mir mit welchem Gerät ergangen? Exakt welche Erfolge hatte ich durch welches Training? Was kam dabei raus? Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe über 1000 Workout-Videos, größtenteils auch mit dem Bullworker, mit Resistance Band, mit Dumbbell, also mit Kurzhanteln. Da gibt es genug Gelegenheit, sich irgendetwas rauszupicken und das oder das jenes auszuprobieren. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Trainieren und wir sehen uns dann wieder im Jänner. Hoffentlich mit einem. Das Wichtigste habe ich vergessen zu erwähnen. Ich werde meine körperliche Veränderung auch dokumentieren mittels einer App. Die App nennt sich Selfie. Da kann man ein Selfie von sich machen, auch ein Ganzkörper-Selfie. Und wenn man das jeden Tag macht, dann spielt nach die App automatisch die einzelnen Bilder in einem Frame von 200 Millisekunden, fügt sie aneinander und macht daraus ein kurzes Video. Und mit dem Video kann man dann wirklich sehen, hat sich etwas verändert an der Tour oder hat sich nichts verändert. Und das werdet ihr dann in Jänner sehen, wie sieht es bei mir aus, hat sich was getan oder hat sich nicht getan. So, jetzt ist Schluss. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren. Bis zu Weihnachten, beziehungsweise bis nach Weihnachten. Toi, toi!